Außen haben wir euch alles gezeigt, innen haben wir euch alles gezeigt. Jetzt lasst uns losstarten zum großen Fahrbericht mit dem nagelneuen Polestar 4. Lasst uns starten mit dem Wendekreis. Viele von euch werden ihn auch in der Urbanität nutzen. 11,84 Meter und da sind natürlich 11,64 Meter Wendekreis. Schon eine schöne Geschichte, um dann halt auch im urbanen Umfeld sehr, sehr gut euch bewegen zu können. Neben dem Wendekreis ist es immer auch wichtig, halt mit so einem Polestar 4 gut einparken zu können. Dafür gibt es ja diverse Assistenzsysteme bis hin zum Parkassistent. Das dauert mir aber alles meist immer zu lange noch. Viel wichtiger sind dann halt, wie ich finde, halt auch ordentliche 360-Grad-Kamerasysteme, wo ihr halt eine gute Rundumsicht habt, die ihr vielleicht sonst vom Fahrzeug selber aufgrund der Aufbauform nicht bekommt. Also dieser Kochelsee oder so ähnlich, der ist traumhaft schön hier, ne? Ja, schön, kann man auch schön mit dem Tretboot fahren. Ich glaube, wir müssen hier mal einen Roadtrip hinmachen. Was meinst du? Ja. Also das ist wirklich genial, so genial wie halt hier auch das entsprechende Kamerasystem. Ihr habt hier die Möglichkeit, wie bei allen neuesten Autos auch so eine dreidimensionale Ansicht zu haben. Das ist ja immer interessant, wenn man gerade hier dann an der Bordsteinkante vielleicht mit den Felgen einparken möchte, dass man hier verschiedene Ansichten hat, um dann halt sich vielleicht auch nochmal zweidimensional, dreidimensional zu informieren. Also das ist wirklich schick gemacht, oder Steffen, was sagst du? Ja, auf jeden Fall, auch schön hochauflösend, sieht mega aus. Das ist zum Beispiel die Ansicht nach rechts, die Ansicht nach links, wo man halt auch schön die Felgen sieht. Dann haben wir zum Beispiel beide Ansichten auch parallel. Und was halt auch genial ist, ist halt hier die Rückfahrkamera. Hier vorne haben wir dann auch nochmal so eine Frontansicht für die Vorderräder. Und wir haben natürlich dann auch, wenn wir hinausfahren, inklusive Hilfslinie. Weil manche wissen ja nicht, wenn sie das Lenkrad einschlagen, wo sie hinfahren. Genau, ne? Wer hat es noch nicht gehabt? Nur man lenkt nach rechts und das Auto fährt nach links. Das passiert ja fast täglich. Nein, aber ist doch gut, dass es hat, oder? Richtig, genau. Wohin wollte ich jetzt? Ah ja, rechts. Wenn das nicht hätte, würden wir auch wieder sagen, Mensch, hat er nicht, ne? Richtig. Wo ihr übrigens aufpassen müsst beim Polestar 4, das ist jetzt übrigens ein Spaß, ist bei der induktiven Ladefläche. Ja, warum müssen wir da aufpassen? Weil wenn du dein Telefon haben willst, ja, dann könntest du es ja einfach so greifen, richtig? Ja, aber das kann ja jeder. Du kannst aber auch einfach mal einen kurzen Gasstoß geben und dann fliegt es dir in der Hand, oder? Ja, schon Power, der Hund hier, ne? Leute, 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 es gibt hier zwei Einstellungsmöglichkeiten, ich muss es euch zeigen. Das eine ist hier beim Fahren. Reichweite, wo er wirklich auf Effizienz, maximale Reichweite und eine völlig ausgewogene Leistungsverteilung hat. Aber wenn ihr hier Leistung nehmt, ne, ja, sag ich euch, das heißt Leistung, weil dann sind hier halt auch 400 kW sofort am Start. Wir sind mal mit euch hier ein paar schöne Serpentinen lang gefahren, um euch mal so ein bisschen das Fahrwerk und die Power hier vom Polestar 4 deutlich zu machen. Das heißt, wir können hier sehr, sehr schön auch mit den zugelassenen 60 km/h jede Kurve nehmen. Das ist für dieses Auto überhaupt gar kein Problem, weil es A, einen niedrigen Schwerpunkt hat durch den 100 Kilowattstunden Akku, aber zum anderen halt eben auch ein Fahrwerk hat, was ein sehr, sehr gutes sportives Fahrverhalten halt zulässt. Und ihr habt natürlich immer die Power aus den 400 kW, um hier aus den Serpentinen heraus zu beschleunigen. Dieses Auto mag Kurven, dieses Auto liebt Kurven und es ist halt sehr, sehr performant halt eben auch unterwegs. Also da muss ich sagen, ist Polestar, wie ich finde, eine sehr, sehr gediegene, straff komfortable Abstimmung auf der Landstraße gelungen, ne? Ja, definitiv. Aber halt hier in den serpentinigen Bereich dann halt auch die nötige Straffheit, um halt einfach mal mit dem Auto auch mal zügiger solche Kurven zu nehmen. Da haben die Ingenieure, finde ich, gute Arbeit geleistet, ne? Sehr gute Arbeit, das macht wirklich Spaß. Was sehr, sehr schön ist, immer in den Bergen sind natürlich auch die Seen, die man da so mit der Aussicht genießen kann in den Kehren. Ja, eigentlich ist das Berge auch ganz schön, ne? Absolut, ja. Ist schöne Landschaft hier. Und gerade wenn man da mit dem Polestar halt auch eine gute Unterstützung von den Sitzen erhält, dann quietscht es zwar ein bisschen an den Rädern, aber wir bleiben halt hier schön in den Sitz eingebunden. Ich glaube, einige von euch, die so ein Auto sehr performant bewegen wollen, die könnten vielleicht nochmal einen optionalen Sportsitz gebrauchen können, oder? Was meinst du? Ja, würde sich bestimmt manchmal anbieten in so einen kurvenreichen Straßen. Wir wollen mit euch die Innengeräusche messen bei 50 km/h. 58, 59 Dezibel, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Wir beschleunigen mal auf 70.
61, 62 Dezibel und ich beschleunige auf 100 km/h. 66, 67 Dezibel. Das sind wirklich hervorragende Werte, gerade so die 70 und 100er Werte. Aber wenn ihr mal zum Vergleich einen ID3 nehmt, der sicherlich eine andere Fahrzeugklasse ist, der liegt bei 100 km/h, so bei Mitte 70 Dezibel. Und da liegen wir natürlich hier deutlich darunter. Wir wollen mit euch den Launch testen in 3,8 Sekunden, ob er es schafft. Wir haben den Draghi aktiviert. Steffen, machen Countdown. 3, 2, 1, go! Und da schiebt er nach vorne 400 kW, 544 PS. Und wir beschleunigen auf 100 und machen mit euch gleich den Bremstest, um mal zu schauen, ob er auch gut zum Stehen kommt. Uff. Puh, wir schauen mal auf die Werte. 0 auf 100, 4,78 Sekunden. Das ist also, wenn wir mal ehrlich sind, knapp eine Sekunde drüber überladen. Genau. 0 auf 50, 2,35 Sekunden und 0 auf 60, 2,78 Sekunden. Das halten wir mal fest, denn wir machen mal einen U-Turn und probieren es nochmal in die andere Richtung. Ich habe nochmal den Sportmodus aktiviert und das ESP ausgeschaltet. Steffen, mach einen Countdown. Ich habe den Draghi resettet. 3, 2, 1, go! Und er schiebt los mit quietschenden Reifen. 70, 90, 100. Und wir gehen natürlich auch wieder voll in die Eisen. Aber da könnte er mir auch ein bisschen mehr geben. Und jetzt haben wir auch neue Werte bekommen. Und die sehen auch wesentlich besser aus. 0 auf 100, 4,15 Sekunden. 0 auf 60, 2,26. 0 auf 50, 1,9 Sekunden. Und 60 auf 100, 1,89 Sekunden. Das ist aber schon Power, oder? Da hat er schon ordentlich Gas, ja. Alter Schwede, also ihr müsst auf jeden Fall, das zeige ich euch hier im Menü, auf Leistung schalten, damit er die maximale Leistung hat. Klickt logisch. Und auf Sportmodus, dass das ESP aus ist, weil nur dann scheint er auch wirklich volle Power zu beschleunigen. Puh, jetzt muss ich aber erstmal durchatmen. Das war geil, oder? Das war gut, ja. Wo der Polestar 4 sein Zuhause hat, ist in jedem Fall mal auf der Landstraße, oder? Ja, genau. Denn wir wollen mit euch auch gleich auf die Autobahn gehen. Und bevor wir das tun, wollen wir über die Landstraße sprechen. Da ist er also wirklich ein Kurvenräuber, ne? Ja. Haben wir den Serpentinen festgestellt, haben wir den schnell gefahrenen Kurven festgestellt. Und er hat halt so eine straff komfortable Federung, die auf der einen Seite die Bodenwellen und Unebenheiten sehr, sehr schön wegnehmen, richtig? Ja. Aber andererseits halt auch einen gewissen Straßenkontakt, Stabilität und Straffheit herstellen, sodass man immer das Gefühl hat, sicher und safe auch mal mit maximaler zulässiger Geschwindigkeit auf der Landstraße mal Kurven zu nehmen und Abschnitte zu fahren, richtig? Richtig. So muss man es, glaube ich, fairerweise benennen. Ja, wir wollen jetzt mal hier Richtung München auf die A95 fahren. Ich habe mir sagen lassen von Einheimischen, da soll kein Tempolimit sein. Und das wäre ja die ideale Möglichkeit, mit euch noch mal ein paar Fahrwerte zu ermitteln. Wir wollen mit euch hier mal richtig im Leistungsmodus raus beschleunigen. Und dann sind wir hier auch schon auf der Autobahn angekommen. Aber hier ist Tempo 130, Steffen. Tja, vielleicht ist das hier noch ein Stück, wo es nicht freigegeben ist. Ja, auf jeden Fall konnten wir mal eine Sequenz hier wahrnehmen, Steffen. Wenn du mal einmal abliest, was da auf unserem Draghi steht, bitte. Wir haben hier 80 auf bis 120, 2,28 und 60 auf 100 in 1,83. Ja, das war ja auch ein Wert, den wir, glaube ich, ebenso zur Kenntnis nehmen durften. Also von daher ist er, glaube ich, ein Launcher, oder? Ja, schon. Und wenn wir das dann nochmal ins Verhältnis zum Gewicht nehmen, dann werden wir nämlich gleich nochmal nachschauen. Ich habe da nämlich keine genaue Gewichtsangabe vor Augen. Ich schätze mal, so 2,2 Tonnen dürfte er vielleicht wiegen. Das werden wir gleich nochmal nachprüfen. Dann ist er, finde ich, auch ein High-Performer, ne? Absolut, ja. Wir machen es nochmal. Hier ist nämlich frei. Wir beschleunigen hier raus. Hier ist frei. Wir wollen auf die Höchstgeschwindigkeit durchbeschleunigen. Das sind ja 200 km/h. Und da werden wir sicherlich dann auch interessante Werte bekommen. 200 haben wir erreicht. Wir sind bei 205 km/h. Lasst euch nicht irritieren. Die Verkehrszeichenerkennung hat leider ein paar Fehler, weil ihr habt ja das freie Fahrzeichen, glaube ich, auch alle gesehen. Also von daher muss Polestar 4 auf jeden Fall an der Verkehrszeichenerkennung arbeiten. Ja, Steffen, schau da nochmal auf die Werte. 100, 200, der fehlte uns ja irgendwie noch, glaube ich. Ne? 100, 211,89.
Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Klar kommt er jetzt nicht an High Performer ran. Ich glaube, so ein Porsche Turbo S liegt da so bei gut 7 Sekunden, auch der Audi RS e-tron GT. Aber es ist natürlich auch hier ein etwas größeres Limousinchen, was vielleicht auch gar nicht den Anspruch hat, diese Werte zu erreichen, denn der Wagen hat hier 544 PS, Porsche Turbo S, glaube ich, GT, der hat dann, glaube ich, über 1000 PS und auch der Turbo S hat, glaube ich, über 760 PS, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist dann nochmal eine ganze Schippe mehr. Ja, was es vielleicht geben wird, das haben wir noch keine Information bekommen, ist ein Performance-Paket. Performance-Paket heißt ja manchmal auch ein Schluck mehr aus der Pulle, also mehr Power in Elektromotoren plus andere Bremsanlagen, verstellbare Dämpfer. Da werden wir natürlich versuchen, nochmal Informationen für euch zu bekommen, denn wir hoffen natürlich, dass wir das Auto auch als Pressewagen dann irgendwann bekommen werden, wo wir mit euch ja auch die Verbrauchsfahrt und den Ladecheck machen wollen. Wir wollen mit euch den Pilotassistenten hier mal im Polestar 4 ausprobieren und was ihr, glaube ich, sehen könnt, ist, dass er hier sehr, sehr schön die Mitte der Fahrspur hält. Dazu hat er neben dem Spurhalteassistenten auch einen Lenkassistenten mit an Bord. Er hat den Abstandsregeltempomaten mit an Bord und er merkt natürlich auch, wenn wir länger die Hände nicht am Lenkrad haben, und ermahnt uns, dieses doch zu tun, weil es ja ein teilautonomes System ist. Da ist er, glaube ich, inzwischen weit fortgeschritten. Er kann auch Geschwindigkeitsbegrenzung wohl übernehmen. Zumindest habe ich diese Funktion zur Aktivierung hier im Bordcomputer aktiviert. Leider haben wir jetzt hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung, wo wir das kontrollieren können. Einziger Nachteil, den ich bisher feststellen konnte, er geht nur bis 130 km/h. Das ist natürlich nicht so toll, bei einem Fahrzeug, was 200 fährt. So, das heißt, ihr könnt hier quasi die Geschwindigkeit reduzieren. Klar, dann fährt er halt langsamer. Das heißt, er hat auch einen Bremsassistenten hier mit an Bord. Aber 130 km/h für ein 544 PS Auto finde ich ja irgendwie sehr wenig. Ne? Wenig, ja, sehr wenig. So, und da haben wir natürlich die Erwartung, weil es auch andere Hersteller ja können, zumindest mal bis 210 oder sogar teilweise auch noch mehr, dass wir das natürlich in so einem Fahrzeug auch haben. Weil wenn wir hier 200 km/h Höchstgeschwindigkeit haben, dann wäre es natürlich auch nice, wenn da irgendwie von 30 bis 210 km/h uns teilautonom unterstützen könnte. Ne? Das wäre super, ja. Oder gerne auch von 0 bis 200. Ne? Also 30 ist, glaube ich, so das Minimum. Viele von euch legen da Wert drauf, weil sie häufiger mal längere 30er-Zonen durchfahren und dann natürlich auch irgendwie Tempomat 30 haben wollen. Lasst uns über den Reisekomfort sprechen. Dazu haben wir ja immer Steffens Popometer an Bord. Wie schlägt es denn heute aus? Wieder sehr positiv, muss ich sagen. Ich habe einen mega guten Seitenhalt. Oberschenkelauflage ist auch klasse, vor allen Dingen auch vorhin in den Serpentinen oder so. Es hat mich hier nicht im Sitz nach links und rechts geworfen. Das war alles mega cool und auch vom Fahrwerk finde ich es halt sehr angenehm, dieses Auto. Ja, was schön ist hier bei der straff komfortablen Abstimmung, dass ihr so gut wie keine Wankbewegungen habt. Ich kann euch das hier mal so ein ganz bisschen simulieren, dass das Auto halt sehr, sehr schön in der Waage bleibt. Ne, andere Fahrzeuge, die wanken ja dann immer so von links nach rechts und das tut es halt gar nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen durch die Elektromobilität bedingt, dass wir halt einen tiefen Schwerpunkt haben, was ja auch das ganze Gewicht dann schön nach unten zieht und unten hält. Und ja, das macht eigentlich Freude, dann halt eben auch mal ein bisschen performanter mit diesem Auto zu fahren. Gleichwohl ist er halt ein Gleiter. Also ich fand, auf der Autobahn hat man richtig so diesen Langstreckenkomfort gespürt. Ja. Auch resultieren vielleicht aus dem langen Radstand mit 2,99 Meter, dass halt eben nicht jede Bodenwelle, jede Spurrille halt ins Auto durchgegeben hat. Das war sehr, sehr smooth und so hat er eigentlich eine schöne Abwägung zwischen extrem sportlich fahren können, aber halt auch sehr, sehr komfortabel reisen können. Klar, für all diejenigen, die jetzt auf Rennstrecke gehen, wird das Fahrwerk dann sicherlich seine Grenzen bekommen, so ehrlich muss man sein. Ja. Ne? Wir waren ja auch mit dem Taycan 4 Cross Turismo mal in Oschersleben auf der Rennstrecke und selbst dieses Auto ist ja auch irgendwo mal an seine Grenzen dann gestoßen. Ne? Ja, na klar. Und auch durch das schwere Gewicht dann die Reifen. Aber ich glaube, ich hätte auch mal Bock, mit dem Polestar 4 mal so eine schnelle Rennrunde zu fahren, oder? Ja, bestimmt. Macht Spaß. Also Polestar, ihr könnt uns da ruhig mal einladen, wenn ihr sowas vorhabt, ne? Wir wollen mit euch mal das Soundsystem von Harman Kardon testen. Hoi. Ja, was ist da? Also das ist schon schön, ganz klare Höhen, ne? Ja. Ordentliche Mitteltöner, schöner Bass.
Aber er könnte noch so ein bisschen mehr Kick haben, oder? Ja, für mich wird persönlich ein bisschen. Ja. Du bist ja da eher so das Hochbasslastige von uns beiden. Ihr habt selbstverständlich die Möglichkeit, über den Equalizer da sämtliche Einstellungen selber vorzunehmen und das auf euren Geschmack anzupassen. Wir wollen mit euch zum Fazit kommen, hier mit dem nagelneuen Polestar 4. Wir hatten ja ausgiebig Gelegenheit, hier das Auto mit euch mal auszuprobieren, es euch von außen und innen zu zeigen und sind eigentlich hellauf begeistert. Warum sind wir so begeistert? Weil dieses Auto bei uns in Deutschland ab 61.900 Euro startet, dann mit dem Heckantrieb 200 kW, 272 PS, 343 Newtonmeter Drehmoment, 7,2 Sekunden auf 100 und 200 km/h in der Spitze. Wer schneller möchte, der packt die 8 Kilo drauf, dann ist er bei 69.990 Euro und hat dann 400 kW mit 544 PS, 686 Newtonmeter Drehmoment und ist in 3,8 Sekunden auf 100. Und dass er das fast annähernd in jeder Lebenslage schafft, haben wir euch ja heute hier mit dem GPS-Messer auch unter Beweis gestellt. Ja, was bekommt man dafür? 100 Kilowattstunden, eine 4,84 Meter Limousine, großer Kofferraum, 526 Liter, ordentliche Möglichkeit, auch die Sitze umzulegen, mal für einen großen Gegenstand. Und wie ich finde, 4 Sitzplätze, die jede Menge Platz dafür bieten, dass man auch mit 4 Personen komfortabel und performant sportlich reisen kann. Das ist ja nicht immer gegeben. Schöner Mittelarmlehne hinten, Isofix-Befestigung, auch die Kinder haben Platz. Das finde ich passt. Vorne ein Frunk, wo die Ladekabel verschwinden können. Doppelter Ladeboden für noch mehr Ladeequipment oder anderes Gedöns. Also ihr seht, ihr habt hier im Polestar mächtig Platz. Und da finde ich, ist es ein tolles Konzept. Und man ist halt nicht ganz so hoch wie ein SUV, ne? Nee, das finde ich halt gerade so auch gerade so schön an dem Auto, an den Formen. Trotzdem, guck mal, wir haben 21 Zoll Felgen hier drauf, ne? Man sitzt schon ein bisschen höher. Man hat aber nicht das Gefühl, dass man in einem SUV sitzt. So, und das finde ich halt schön. Genau, es ist so ein Cross-Utility-Vehikel, also genau zwischen Limousine und SUV, so mit seinen 1,53 Meter Höhe. Und ich bin halt echt begeistert so von den Platzverhältnissen. Ne? Ja, wirklich. Man hat ja wirklich auf allen vier Plätzen hier ordentlich Platz, ne? Selbst auf der Rückbank. Ne? Wobei, dadurch, dass man es hinten verstellen kann, alles. Es ist wirklich gut durchdacht alles. Und was ihr natürlich bei Polestar auch bekommt, das habe ich euch ja gespoilert am Anfang des Videos, ist halt attraktive Leasingkonditionen. Das heißt, er startet jetzt wohl zur Markteinführung in Deutschland ab 599 Euro. Was da alles dabei ist, das seht ihr da selbstverständlich auf der Polestar-Seite. Schaut da bitte gerne mal nach. Und was bei Polestar halt auch genial ist, dass man ja auch ein gutes Händlernetz hat, wenn mal irgendein Problemchen ist, weil die meisten Volvo-Händler ja auch Polestar haben. Ne? Richtig, genau. Und erstaunlich wenig liest man in Foren von Problemen vom Polestar 2. Also wenn wir das einfach mal 2 nehmen auf dem Polestar 4, das war wirklich lustig, ne? Ja, stark. Dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man auch hier wahrscheinlich ein relativ reifes Auto bekommt. Gerade dieses Google Android Automotive System hier für das Infotainment ist wirklich klasse. Und auch in Verbindung mit diesem großen 15-Zoll-Monitor macht das halt mega, mega Spaß. Ja, ihr solltet überlegen, wenn ihr euch das finanziell erlauben könnt, halt auch die einzelnen Pakete mit hinzuzunehmen. Gerade das Plus-Paket, dann mit der doppelten Wechselstrom-Ladegeschwindigkeit, finde ich, ist fast schon ein Must-Have. Da sind auch Pixel-LED-Scheinwerfer unter anderem dabei. Das Pilotsystem ist, glaube ich, ganz gut, wenn man viele lange Strecken fährt, um da halt auch maximale Unterstützung teilautonom beim Fahren zu bekommen. Und dann relativiert sich natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen der Preis. Ne? Ja, schon. Aber erstmal so ab 61,9 Kilogramm starten, das ist schon mal... das ist auf jeden Fall eine Ansage. Interessante Geschichte, ne? Definitiv. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Videos mit dem Polestar 4 am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Schaut bitte mal nach, ob ihr Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt. Dann verpasst ihr auch nicht in ein paar Wochen die Verbrauchsfahrt und den Ladecheck. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis bald. Euer Olli. Du, Steffen, na? Also ohne Haifischflosse geht es beim Polestar 4 auch nicht. Ne? Ja gut, aber die ist ja zumindest so dezent, ne, und hat und erfüllt einen Zweck. Ja, da ist auf jeden Fall mal die Kamera drin, glaube ich, für die Rückspiegel und für dieses Pilotsystem, ne? Mutmaßig. Ja, ne? Ja, gehe ich auch mal von aus. Ich meine, dann können wir es ja ausnahmsweise, zeigst du mal von der Seite, mal so durchgehen lassen, oder? Ja, das geht schon noch.